Halli, hallo, hallöchen, ein wunderschönes Staubi-Schwengel 396. Herzlich willkommen, euer schönstes Trucker-Babe. Oh ja, yeah. Ich hab die Trucker-Möpse des Jahrhunderts. Und ich hoffe, ihr bewertet, kommentiert und lernt ein bisschen aus meinen Fehlern, die ich immer wieder mache. Aber, Leute, wir haben gute Lieferungen, wir haben gutes Zeug, wir haben was abgeliefert. Das heißt, wir könnten jetzt mal eben rüber, Atlas Prime-mäßig, und könnten dann neue Lieferungen machen, neuen Kram und vielleicht... Was haben wir denn überhaupt noch? Ich habe doch irgendwo Konvoi. Nee, hier Aufträge. Was haben wir denn? Dämpfereinbau, Red Eddy. Das könnten wir machen. Geistergold. Moonbaby ist bereit, dich mit allem vertraut zu machen. Hatte ich gefragt, ob du Lust auf eine andere Art von Auftrag hast. Gibt es nach Dark Side? Dusty Bear hat Informationen? Oh, okay. Im Goodman-Turm. Emerald Junction. Wie weit ist denn Emerald Junction? Sortieren nach Restzeit. Gut, die sind eh... Da hätten wir eine Expressroute sogar. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wir müssen langsam mal gucken, dass wir an einem Shop vorbeikommen, weil mein Luftfilter am Sack ist. An einem Shop, nicht Job. Habe ich Shop oder Job gesagt? Weiß ich nicht. Na gut, wir fliegen erstmal zum Shop. Und dann gehen wir direkt mit der Expressroute durch. Mit dem Trimmer wird's noch schlimmer, aber ich bin ein guter Schwimmer. Hab ziemlich viele Hefte mit Busen in meinem Zimmer. Ich bin ein Trucker, du hörst mein Gewimmer. Da kommt noch ein Truck, dem weich ich lieber aus. So, ab ins was willst du eigentlich hier im Geschäftszentrum? Starbreak Supplies, da gehen wir jetzt erstmal hin. Und gucken, ob wir hier einen Luftfilter kriegen, weil der wäre praktisch. Gucken, ob wir das halbwegs ausgerichtet hinkriegen. Schnell gedreht. Wir müssen auch irgendwie da hoch. So, Kreis, gut gemacht. Oh, so ein bisschen. Bisschen von oben dran. Oh, bisschen von unten dran. So, Maglock. Gut ausgerichtet. Hat er wieder gut ausgerichtet. Oh, wie der Truck aussieht, ne? Er war so schön lackiert. Aber der Truck ist echt bald durch, glaube ich. So, guck mal, die können wir erstmal raushauen. Hier, Luftfilter. Boah, 2,5 kostet Luftfilter, Alter. Alter. Ja, wir sind wieder ein bisschen in einem miesen... Aber ey, der arbeitet doch noch, der Luftfilter. Ja, der hier, der ist durch, der hat ja gar nichts mehr. Der ist so durch. So. Können wir den anderen noch schnell verchecken hier? Kriegen wir nichts mehr? Ja, 250, aber besser als nichts. So, dann schauen wir doch mal eben hier. Was ist denn da? Kern B ist gleich schon wieder leer. Aber Effizienz, Luftrate ist gut. Sauerstoff wird produziert, das ist wichtig. Ansonsten Gravity. Oder warte mal, können wir hier einen Auftrag nach Emerald Junction vielleicht noch kriegen?
Ist ja egal, wenn es nur ein paar hundert Dollar sind. Ne? Für einen Sprung. Expressroute. Es sind immerhin ein paar hundert Dollar, wenn wir was haben für Emerald Junction, ne? Ja. Vielleicht haben wir ja Glück. Das wäre eigentlich ganz geil, ne? Wenn wir da was mitnehmen könnten. So, schauen wir mal. Das muss nach Edgeburg Purity. Nichts für Emerald dabei? Das ist ja blöd. Gar nichts dabei. Warte mal, Quarz an Just in Time. Das ist ja ein Sprung nach Edgeburg. 13:51. 15:27. Jetzt 12:30. Edgeburg ist da oben. Edgeburg wäre, warte mal, mach das weg. 1:15 wäre Edgeburg. Oder? Eine Stunde 15, Edgeburg. Dann wären wir bei 13:40, 13:42. Und was war der Auftrag? Also 13:42 wären wir da. Ne. Eilieferung nach Atlas Prime. Ach, guck mal, er zeigt sogar hier an. Er zeigt sogar hier an 1:15. Nee, ist blöd. Graphitpulver. Ich meine, Just in Time gibt halt richtig Kohle. Schätze Zeit 3:15. Müssten bis 17.05 Uhr da sein. 15:29. Das könnten wir schaffen. Fliegen wir nach Medusa 6, oder? Fliegen wir nach Medusa, Leute. Boah, hier ist echt viel los, ne? Aber rein rechnerisch müsste das doch passen eigentlich. Mann, der hat aber ganz schön Schlenker hinten drauf, du. Was hast du geladen da? Wieder ein paar abgeschnittene Krötendödel für Kreis Industries, gell? Die machen daraus Schnabelweich, habe ich gehört. Ist jetzt in der Galaxis das beliebteste Produkt, ne?
Ja, wie war's jetzt los? Wo ist denn meine Ladung? Ist sie in Medusa 6 oder was? Warum parkst denn du hier eigentlich vor dem Sprungtor, Alter? Was ist denn jetzt los? Wieso Express nach Emerald Junction? Begib dich nach Junk Fields, Alter. Stand da nicht geschätzte Zeit 3 Stunden? Und sind die nicht auch schon längst wieder vorbei? Alter, diese Just-in-Time-Aufträge. Ich sag jedes Mal, ich nehme keinen mehr an, ne? Aber... ich muss ja von da aus nochmal nach Junkfields. Hätte ich da nicht von hier aus viel schneller hinkommen können? Beziehungsweise über Purity fliegen und dann hier lang? Wäre das nicht viel schneller? Oder wo war ich denn? War ich irgendwo oben oder was? Alter, wo tauchst du auf? Was ist mit dir? Ja, $50 im Minus. Bla bla. Mein Schwerkraftkanister ist auch gleich wieder leer. Ich würde ja auch gerne mal, irgendwo war ja so ein Tuning-Ding oder so. Aber da kann ich halt nicht hin ohne Geld. Bringt ja nichts. Also dieses hey, hey, Lucky J, what you up to?
Was? Ich bin doch... Ich musste erst mal dahin. This is an automated banking alert. You are currently exceeding your credit limit. Essential transactions are permitted, but your truck is at risk of forfeit until outstanding debts are paid. Ey, das ist doch nicht deren Ernst jetzt. Leute, nie wieder diese fucking Just-in-Time. Da stand geschätzte Zeit 3,5 Stunden. Das ist ja die Ultra-Verarsche. Ich habe schon dreimal gesagt, nie wieder Just-in-Time. Und ich werde noch 30 versuchen, bis ich endlich verstanden habe, wie das geht. Aber das ist doch super dämlich. Dann steht da geschätzte Zeit 3,5 Stunden und schickt mich das Ding hier über 16 Straßen, irgendwelche Expressrouten. Bis dahin ist der Tag dreimal rum. Das ist ja ätzend. Da gibt's am Goodman-Turm gibt's doch Arbeit, oder? Nee, gibt's nur was zu kaufen. Boah, Leute, Emerald Junction, was gibt's denn hier? Nix. Ziele, Jobsuche, Junkfields. Steht hier nicht, ob es hier irgendwo schwarze Brett gibt oder sowas? Ah, da steht sowas. Doch, hier gibt es irgendwo ein schwarzes Brett auch. Mal Station Tiger Rock vielleicht. Was sind das für komische Geräusche eigentlich? Da blinkt auch schon wieder ein rotes Licht, weil... Ach, ich habe keine Schwerkraft mehr wahrscheinlich. Naja, schauen wir jetzt erstmal rein hier. In die alte Butze. So. 2 Sprünge, fertig, Mahlzeiten. Ach, das ist so eine verderbliche. Verderblich und hitzeempfindlich. Aber gibt 2100. Thank you.
So, ich würde es gerne tauschen einfach. Schnell. Was denn? Guck mal, so lobe ich mir das hier. So eine schöne 500 Meter entfernte Fracht. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Fracht und nicht der falsche Container. So, fertig Mahlzeiten. Offensichtlich muss man hier echt alles selber machen. So, wir müssen nur nach Edgeburg. Zwei Sprünge, Medusa 6, Temperatur 125 Grad. Alles klar. Aber das ist diese Weltraumbank. Die sind schon recht aggressiv mit ihrem... Wie viel Minus haben wir denn jetzt? 5300, ey. Da müssen wir raus aus den Schulden. Vorher kann ich auch die Missionen für die anderen nicht machen. Da kriegst du ja nie Geld. Das sind ja alles so Spaßmissionen. Freundschaftsdienste lecken. Good to see you, LJ. I got something to ask you, but we gotta keep it on the hush hush. You got time to hear me out? My instincts tell me you're the honest sort. So let me give you the rundown. I got a hunch something strange is going on with some jobs going to and fro around here. In particular, the hall's popping up from a freighter broker called Luna Link. In fact, I may have upset their operations manager a few weeks back. Oh. Well, I may be asked one too many questions about the job. Questions they seem mighty hesitant to answer. Vielleicht sollten wir dann... Will er uns damit sagen, dass wir auch keine Fragen mehr stellen sollen? Stell doch einfach keine Fragen zu der Fracht. Also, Lieferung für Luna Link. Ja, halten wir im Auge für einen schmutzigen Bären, machen wir doch alles. Staubschwengel 397 hat kein Problem damit. Guck mal, wie ich hier absinke. Ich will gar nicht absinken. Warum sinke ich? Ich bin im fucking Weltraum.
geht's denn meiner Fracht? Wie 99%? Warum? Warum denn nur noch 99%? Das weiß irgendwie niemand so genau. So, wie komme ich jetzt da halbwegs sicher zur Abladezone? Wir müssen uns halt wirklich erstmal komplett aus diesen Schulden rausarbeiten und ich lande immer wieder drin, weil ich dämlich Idiot offensichtlich die dämlichsten Aufträge annehme, die mit falschen Zeitangaben berechnet werden. Ach, das ist meine Lieblingsabladezone hier. So, beschädigte Fracht, ey. Aber egal, 2,6. 2,6 und dick Erfahrung. Wo bin ich denn jetzt gegen geknallt? Leute, es wird echt nicht besser hier, ne? Es wird nicht besser. Ich hab Schulden, Alter. Ich hab Druck, ey. Ich hab Druck. Was? Doppelter Hüllenbruch? Ups. Kleinen Spin gemacht, kein Problem. So. Ah. Weißt du, mit den ganzen Schulden... Mit den ganzen Schulden in der Tasche hier. Bist du auch handlungsunfähig, Sachen zu kaufen, wenn du jetzt dann doch mal wieder Energy brauchst oder so. Aber vielleicht gibt's da hinten am Silverwell Yard, da gibt's vielleicht irgendwas, womit wir was anfangen können.
Frage ist, zahlt Lunarlink sehr gut? Weil dann mache ich das mal eben. So. Ja, das magnetisiert. Es magnetisiert mein Poloch intensiv. Okay, nein. Gamma Valley, da ist eine Lunar Link Lieferung. Aber Billo. Wir sind halt hochzerbrechliche Glaswaren. Quarz wieder just in time bis 0.31 Uhr. Mhm. Geschätzte Zeit 1 Stunde 15. Das heißt, wir werden um 22 Uhr, 23.13 Uhr wären wir da. 23.13 Uhr wären wir angeblich da. Aber da ist nämlich die Rechnung. Aha, jetzt verstehe ich, wo mein Fehler ist. Von Medusa 6. Von Medusa 6 aus. Ich muss die Lieferung in Medusa 6 abholen. So, ich bin aber in Edgeburg. Jetzt wird ein Schuh draus. Nee, dann nicht. Arschlecken. Weil, klar, wäre ich um 23 Uhr und ein paar zerquetschte, wäre ich da. Aber man müsste jetzt gucken, wie lange nach Medusa 6 von Edgeburg. Und das wäre nochmal eine Stunde 15. Nee, warte mal, Medusa 6 von... Kann ich nicht von hier aus direkt in das Dingsmenü? Das ist auch ein bisschen blöd gemacht, ne? Wenn du einmal raus bist aus dem... Ja, also ich bräuchte, jetzt bin ich in Edgeburg. Ich bräuchte nach Medusa 6 schon mal eine Stunde 15. Richtig? Nee. Hä? Warum, was blinkt da oben? Bin ich in Purity? Kämpfereinbau, hä? Ich bin in Edgeburg. Scheiß auf Just in Time, ey. Ich habe nur die Lizenz gebraucht. So. Gut, Leute. Ich hole mir die Fracht und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Euer Staubschwengel 37. Ciao.